Jetzt geht es ins Eigene. Ja, genau. Hallo wieder. Ich habe heute Morgen gesprochen, für die, die heute Nachmittag dazu gekommen sind. Mein Name ist Yahya Mohammed vom Fraunhofer Institut FIT in St. Augustin. Und ich hoffe, ich habe nur leichten Vortrag über PAC, den PDF Accessibility Checker, und allgemein über PDF zu reden. Ja, wie gesagt, also werde kurz über die Merkmale von barrierefreien PDF-Dokumenten reden. Was ist PAC und Funktionen des PDF Accessibility Checker? Gucken auf barrierefreie PDF-Dateien und nicht barrierefreie PDF-Dateien. So, was sind die Merkmale einer barrierefreien PDF? So, PDF ist Teil von den europäischen Normierung und von Accessibility-Regeln allgemein, also im EN 301/549. Im Kapitel 10 wird explizit PDF oder nicht Webdokumenten erwähnt, und hier sind einige, nicht ausschließlich, nur einige der erwähnten Punkte, die eine barrierefreie Dokument ausmachen: eine klare Struktur. So ein Dokument sollte eine klare Hierarchie mit Überschriften, Absätzen und Listen vorweisen. Solche Dokumente sollen auch eine Tagstruktur mit korrekter Semantik aufweisen. Also das zum Beispiel, dass die Headers H1, H2, und was auch im Prinzip hat Gottfried heute sehr viel darüber gesprochen, zum Beispiel auch über das Titel, was im Moment nicht auf H1 übersetzt wird und so weiter, dass man dann händisch machen müsste. Beschriftete Elemente, also Bilder, Formulare, Tabellen und so weiter, sollen eine sinnvolle Beschriftung haben. Also die Beschriftung darunter, also zum Beispiel Tabelle 1 enthält, was weiß ich, Gehaltsverteilungen oder ein Bild, also Landkarte von Deutschland und so weiter. Also das sind zusätzliche etwas anders als alternative Texte. Also bei alternativen Texten geht nicht nur um, also geht hauptsächlich um nicht textliche Elemente, und die sollen mit alternativen Texten versehen werden, um für Screenreader interpretierbar zu sein. Gute Farbkontraste, also das sind im Prinzip sehr vieles ähnliche wie Webdokumente, aber speziell jetzt gefordert für Nicht-Webdokumente. Und durchsuchbare Texte, das ist sehr wichtig, zum Beispiel auch für Suchmaschinen, als auch für Screenreader und auch andere Nutzer, die sehr schnell Texte durchsuchen, erfassen, brauchen. Weitere Merkmale, die so ein Dokument aufweisen müsste, sind natürlich sinnvolle Dokumententitel. Das ist sehr wichtig, weil wenn ich keinen sinnvollen Dokumententitel habe, dann weiß ich nicht auf den ersten Blick, worum es geht. Da muss ich vielleicht den Abstrakt lesen oder die Einführung, um erst zu verstehen, worum es geht. Also Dokumententitel ist sehr wichtig. Der nächste Punkt auch Sprachdeklarationen. Wie wir wissen, heutzutage werden Sprachen in einem Dokument durchmischt. Meistens geht es auch nur um Englisch, also Deutsch und Englisch. Aber das muss auch für das gesamte Dokument geklärt werden. Aber auch wenn im Dokument ein Wort oder ein Zitat oder ein Satz in einer anderen Sprache, das muss ich auf jeden Fall auszeichnen. Sonst wird es zum Beispiel, wenn man es mit Screenreadern vorliest, ganz komisch vorgelesen, unverständlich meistens. So, und die Lesereihenfolge sollte logisch und korrekt sein. Also es geht hier um Tab-Index, dass ich durch tabbe durch ein Dokument, und das muss auch
richtig ausgezeichnet werden. Das sind so ganz grob Merkmale, wenn man über PDF-Dokumente, an sich gilt es für alle Nicht-Web-Dokumente, als auch die meisten Regeln gelten für Web-Dokumente selbst auch. Jetzt reden wir über den PDF Accessibility Checker und hier reden wir über automatische Überprüfungen von PDF-Dokumenten. Automatisch bedeutet sofort, also es ist nicht holistisch, es ist nicht alles, was überprüft wird. Nur technisch überprüfbare Regeln werden erledigt. Und da schwanken die Meinungen, dass solche Automaten zwischen 20 bis 40% höchstens von allen möglichen Problemen aufdecken in solchen Dokumenten. Und vielleicht die Mitte, die goldene Mitte ist das Richtige. Ich will sagen, 30% wird aufgedeckt, 70% musste man manuell machen. Aber das Gute an automatischen Tools, also die können eine Hilfe sein, eine Anleitung für diese 70%, weil da kann ich die Probleme nehmen, weiß, wo ich mich fokussieren kann und dann kann die manuelle Prüfung viel schneller vor sich gehen, wenn ich am Anfang so eine automatische Prüfung durchgeführt habe. So, da kann man dann potenzielle Barrierefreiheitsprobleme erkennen und das PAC hier generiert Berichte und Handlungsempfehlungen. Also wir werden es gleich sehen. Also geprüft wird es auf, also technisch geprüft wird auf PDF-UA, Einhaltung des Formats. Es werden WCAG-Regeln auf WCAG-Regeln überprüft und es werden auch zusätzliche Qualitätsprüfungen durchgeführt. Also diese zusätzlichen Qualitätsprüfungen sollen auch eine Hilfe sein für die manuelle Prüfung. Als Beispiel, also Alternativtext für ein Bild. Das Tool prüft zum Beispiel, ob es sich um eine automatisch generierte Alternativtexte, was es auch mittlerweile, es gibt viele Leute, die Erfinder sind und die sagen, okay, ich muss Alternativtexte, dann lasse ich einen Generator drüber laufen und produziert irgendwelchen Text als Alternativtext. Und hier das PAC versucht, solche automatisch generierten Felder kenntlich zu machen, also zu erkennen, als auch zum Beispiel Dokumententitel und weitere Sachen, die eventuell automatisch generiert worden sind. Aber das sind andere auch Regeln, die geprüft werden und auch herausgefunden werden mit den Qualitätsprüfungstools Tool hier. So, PAC ist ein kostenloses Tool und kann heruntergeladen werden unter diesem Link, das ist hier verlinkt. Und es ist nur leider für Windows. Also da, wenn man Mac-User ist oder Linux, leider gibt es keine Version. Also dieses Tool funktioniert nur auf Windows. Ja, was sind die wichtigsten Merkmale vom PAC 2024? Da gibt es eine verbesserte Nutzerschnittstelle. Die PDFs, also die Dokumente, können an beliebiger Stelle auf das Hauptfenster gezogen werden und abgelegt werden. In früheren Versionen musste man ganz genau in das Fenster hinein positionieren. Funktioniert auf unterschiedlichen Bildschirmauflösungen. Wie gesagt, es gibt diese Qualitätsprüfungen, die ich vorhin erwähnt habe, wie Erkennung von automatisch generierten Texten. Also es gibt neue Re Regeln oder erweiterte Regeln hierfür. Im Reportfenster gibt es für jede Warnung beziehungsweise jeden Fehler einen Hilfelink. Das ist so ein Fragezeichen. Und dann wird auf eine Hilfe oder auf eine Quelle verwiesen, wo man weiterlesen kann. So, die Kontrastprüfungen im Dokument von Text zu Hintergrund als auch
von insgesamt Vordergrund zu Hintergrund sind verbessert worden. Es gibt auch ein Screenreader-Vorschau, das auf eventuelle Probleme hinweist für Screenreader. Also die Vorschau nutzt den aktuellen Windows-Browser Edge anstelle des veralteten Internet Explorers von alten Versionen von Back. Und Back sieht so auf der ersten Seite, also das ist hier jetzt ein Screenshot von dem Desktop-Tool Back. Und das, würde ich sagen, gliedert sich in drei Bereiche. Auf der oben ist das der Bereich, wo man ein Dokument entweder durch navigieren, also mit dem Explorer, also dass man in seinem Filesystem hingeht und das ein Dokument wählt, oder das Dokument per Drag and Drop auf das Fenster zieht. Und das ist dieser Bereich oben, der hier beschrieben ist, wo man so ein Dokument wählen kann. Jetzt auf die anderen Teile will ich jetzt auf dieser Folie nicht eingehen. Ich gehe darauf auf den nächsten Folien ein. Das ist hier, nachdem ich ein Dokument drauf, also bei Drag and Drop hingezogen habe. Und das wiederum, das ein Screenshot von diesem Back-Tool. Und das sieht man in diesem Bereich jetzt anstelle, wo man das Dokument drauf ziehen soll, ein Screenshot von dem Dokument. Also man sieht, ist nicht leserlich, aber man sieht schon ein Abbild vom Dokument. Und daneben sind so, also wie sagen, Metadaten also gezeigt. Und ob sie vorhanden oder nicht vorhanden sind. Zum Beispiel in diesem Dokument ist kein Titel vorhanden. Der Dateiname wird angezeigt, aber dieses Dokument hat seine Texte nicht mit einer Sprache ausgezeichnet. Also keine Sprache steht da. Anzahl der Seiten steht 3 und Tags. Keine Tags, das heißt, dieses Dokument hat keine Struktur und die Größe sind 118 Kilobyte. Also das ist sofort, wenn ich so ein Dokument drauf auf die Fläche gezogen habe, kriege ich sofort diese Ergebnisse zu sehen und weitere Ergebnisse im unteren Bereich. Wir gehen in den nächsten Folien drauf. Also fehlende Felder werden rot markiert und vorhandene werden einfach in schwarzer Schrift angezeigt. Das ist im Kontrast ein technisch barrierefreies Dokument. Kann sein, dass auch komplett frei, barrierefrei, habe ich nicht überprüft. Also das ist ein barrierefreies Dokument. Ich habe es einfach drauf, per Drag and Drop gezogen und sofort alle Metadaten sind in schwarzer Schrift. Das heißt, alles ist vorhanden, der Titel ist vorhanden, steht Faktenblatt, Barrierefreiheit. Das Dokumentenname ist drauf, Sprache ist Deutsch-Schweizerisch, DE-CH. Seiten 4, es enthält eine Menge von Tags, das heißt, es ist ein strukturiertes Dokument und hat die Größe 181. Drunter stehen 3 Berichte oder Bereiche, PDF, UA, WCAG und Qualität. Und ausgewählt ist PDF UA und die Ergebnisse werden in einer Tabelle drunter und da sieht man lauter grüner Action. Und dann in der Tabelle, wie viele Regeln bestanden sind und wie viele Warnungen oder Fehler gibt. Also hier für dieses Dokument gibt es 0 Fehler, 0 Warnungen, nur bestandene Regeln. Und da gibt es so ein Stoppzeichen, eingebettete Dateien. Das ist immer, wurde nicht überprüft, weil es nicht vorhanden ist. Dieses Dokument hat keine eingebetteten Dateien in sich integriert.
Also wie gesagt, zurück zu dem nicht barrierefreien Dokument, was ich vorhin, wovon ich vorhin gesprochen habe. In der Mitte gibt es diese drei Berichtsbereiche: PDF, OA, WCAG und Qualität. Und diese drei Felder selber, die sozusagen die Knöpfe, die Buttons, werden hier rot angezeigt, im Gegensatz zu dem barrierefreien vorhin, die waren alle in grün. Also hier waren sie alle mit einem grünen Häkchen versehen, hier sind sie alle mit einem roten Kreuz ausgezeichnet. Das heißt, man kann sofort sehen, da sind Probleme und in allen drei Prüfbereichen gibt es Probleme. In der Tabelle drunter sieht man jetzt für BDFUA, wenn man WCAG braucht man nur auf WCAG zu klicken, dann kriegt man die Tabelle für WCAG und für Qualität genau so. Und wie gesagt, fehlende oder fehlerhafte Felder werden rot markiert, jetzt für die Berichte mit einem roten Kreuz. Jetzt gucken wir in die Tabelle, die habe ich vorhin schon vorgestellt. Also in diese Tabelle von der Struktur ist immer gleich, egal welchen Prüfbereich ich ausgewählt habe, also für BDFUA, für WCAG oder für Qualität. Es ist immer die Prüfpunkte mit einer Überschrift, also welche Regeln, also zum Beispiel hier PDF-Syntax, ist alle 11 Regeln bestanden. Bei den Schriften, also das Thema von vorhin, also 4 bestanden und 5 fehlerhaft. Und Inhalt 5.516 bestanden, 5.220 fehlerhaft und so weiter. Also man hat immer für jede Regel eine Überschrift und dann bestanden Warnung oder Fehler. Und am Titel der Regel kriegt man entweder ein grünes Häkchen oder einen roten Kreuz. Und wie gesagt, das Stoppzeichen bedeutet, man hat es gar nicht überprüft, weil es nicht, sagt man auf Englisch, applicable ist, nicht anwendbar auf dieses Dokument. Und im unteren Bereich, sozusagen in der Fußnote, gibt es wieder 5 Icons. Im Pack-Tool. Diese 5 Icons weisen auf das erste auf Detailbericht, das zweite auf PDF-Prüfbericht, das dritte ist zeigt eine logische Struktur und das vierte eine Dokumentenstatistik und das fünfte ist dieser Screenreader-Vorschau. Und dann werden wir gleich jeder von denen gucken, was die genau bedeutet. Also der Detailbericht fängt an wieder mit diesen drei Prüfberichten, BDFUA, drunter ist WCAG und darunter ist Qualität. Und wenn man es aufklappt, kriegt man diese ganzen Regeln, aber viel mehr als auf der Tabelle, aufgeschlüsselt. Also in der Tabelle waren es nur die Oberbegriffe, jetzt werden die unterste Regel aufgeschlüsselt und man kriegt da diese ganzen also Ergebnisse bestanden, Warnung oder Fehler oder nicht applicable, also das Stoppzeichen. Und auf der rechten Seite, also wenn man auf eine von denen, also hier habe ich auf Schrift ist nicht eingebettet, geklickt und dann springt da das also auf der rechten Seite wird dieser Teil vom Dokument angezeigt. Das ist hier ein Screenshot, was ich von dem genommen habe. Das war eine Bahnkarte, mit der ich von Bonn nach München gefahren bin. Und diese hat sehr viele Probleme. Also und unter anderem Schrift ist nicht eingebettet. Problem. Also PDF-Syntax ist okay, aber viele andere Probleme, was PDF-UA angeht. Und das gilt auch natürlich für
WCAG für Qualität, also da kriegt man immer, was für ein Problem und wo ist genau, also visuell wird es angezeigt auf im Tool. Wird es angezeigt und dann hat man ein oben hier auf dem Bild für die, die es nicht sehen. Ich habe es an sich in dem Bildbeschreibung hinzugefügt. Es steht oben, Schrift ist nicht eingebettet und dann ein Abstand auf der rechten Seite, dann ein Fragezeichen. Wenn man auf das Fragezeichen klickt, dann wird man auf einer Webseite geleitet, wo genau dieses geklärt ist für BDFUA. Und das Gleiche gilt für WCAG als auch für die Qualität. Also bei jedem Problem gibt es einen Hilfe-Button, der den Nutzerin auf eine Seite umleitet, die eine Erklärung für dieses Problem bereitstellt. Und wie gesagt, das ist neue Features von BDF, von PAC 2024. Die gab es in den früheren Versionen so nicht. Das zweite Icon war PAC-Prüfbericht. Und das ist im Prinzip nichts Spektakuläres. Es ist ein Abbild vom Screen, was wir vorhin gesehen haben. Also das ist nur aufbereitet, damit man es ausdrucken kann. Also PAC-Prüfbericht ist fast 1:1 Abbild von dem, was wir vorhin auf dem Screen gesehen haben. Nur war weitere Informationen, zum Beispiel über PAC und ein Link zum UA, BDFUA-Website, also zum Matterhorn-Protokoll, was diese ganzen Regeln von BDFUA umfasst, also wenn man sich weiter informieren möchte. Aber im Prinzip enthält die gleichen Informationen, die man auch im ersten Blick, wenn man ein Dokument auf dem Tool zieht, sieht, kann man hier ausdrucken in einem weiteren Dokument oder auf Papier, wenn man möchte. Das ist schon das dritte Icon, ist viel interessanter. Die gibt die logische Struktur eines Dokumentes und da es ist eine Riesenhilfe für manuelle, für visuelle Testen. Also man kriegt die komplette Struktur, man kann durchscrollen und sehen, gibt es Probleme, zum Beispiel bei den Headern, also fängt man mit Header 1, Header 2, 3 oder springt man, lässt man aus. Bei den Paragraphen, bei den Figuren gibt es, bei dem Image, was gibt es da? Man sieht alles dann auf der rechten Seite, wo man klickt. Und wie gesagt, das ist ein Baum mit einer logischen Struktur eines Dokumenten. Vorausgesetzt natürlich, dieses Dokument hat eine. Also das andere Dokument, was ich zum Beispiel auch die Bahnkarte, hat null Struktur. Da haben die nichts hinzugefügt. Das heißt, da kann zum Beispiel Screenreader fast nichts lesen. Also das ist für für jemanden, also es ist, sagen wir so, ganz grob und Blatt, es ist nicht barrierefrei. Pixelsalat. Ja, genau. Also es ist. Weißer Adler auf weißem Grund. Ja, richtig. Also hier sieht man, ist nichts. Also da ist keine Struktur, es sind keine Tags und damit ist es leer. Wie gesagt, das ist für manuelle Prüfungen, wenn da eine Struktur ist, da kann man sehr schnell diese Liste nehmen, durchhangeln und Probleme finden. So, Dokumentenstatistik ist ähnlich. Jetzt habe ich zwei Screenshots nebeneinander gelegt von diesem, also von dem Ticket, von dem DB-Ticket. Und da ist Strukturelemente 0, Formularfelder 0, Anmerkungen 0. Also da hat nichts. Aber bei dem barrierefreien Dokument hat man Strukturelemente 179, ist ein Dokument, hat eine Figur, hat 4 mal H1, 10 mal H2,
und so weiter. Also alle Elemente werden in einer schönen Tabelle gezeigt, das auch eine große Hilfe für manuelles Testen, für weitere Prüfungen eines halbwegs getagten Dokumentes. Aber wenn es wie beim DB-Ticket gar nichts gibt, da kann man sowieso nichts machen. Es ist nicht barrierefrei. Und zuletzt bietet das Pack eine Vorschau für Screenreader einer barrierefreien PDF-Datei hier. Also da hat man strukturiert, kann man sehen, also Header werden mit einer bestimmten Farbe markiert, Paragraphen mit einer anderen, Figuren sind gelb mit Alternativtexte drunter. Man kann auch schnell durchscannen, ob alles in Ordnung ist. Das ist auch ein weiteres Tool, weitere Hilfe für manuelles Testen. Ja, bei DB-Ticket natürlich sieht man gar nichts. Also das heißt, jemand, der Screenreader hat, wird ihn nichts sehen, würde sagen, okay, Dokument enthält nichts. Fährt ja auch nicht. Ja. Wenn der Lokführer wieder streiken. Genau, wenn die Lokführer streiken, okay, gibt es nichts, deshalb ist es okay. Ja, das war BDF-Pack. Tool. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Kommt da rein, kann es. Es kann nur ein König geben. Kann es. Mehrere H1. Mehrere H1, natürlich. Nein. Ja, gesetzlich. Ja, komm mal zum Mikrofon, ja. 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 Ich will vielleicht nochmal, ja. Sollte es noch genau. Also gesetzlich ist es erlaubt, dass es mehrere H1-Überschriften gibt, genauso wie bei Word auch. Aber es ist eigentlich nicht auch sinnvoll. Also wir raten davon ab, aus Gründen der Barrierefreiheit. Ja. Ja. Technisch kann es. Ja, gibt es weitere Fragen an Jechler zu dem Thema? Also vielleicht habe ich einen Tipp für PDF. Insgesamt gibt das Tool PDF 24. Das ist ein kostenloses Tool, womit man PDFs bearbeiten kann. Gibt es auch eine Online-Version davon, die ziemlich barrierefrei ist. Also da nur als Tipp, wenn man jetzt nicht Adobe Acrobat benutzen kann oder will, dann kann man es als anderes Tool benutzen. Okay, sehr gerne. Wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörern, aber wir haben, wenn ihr Fragen habt, etwas noch zwei Fragen diskutieren wollen. Gibt es Besonderheiten zur Prüfung mit DFA? Können BDFA-Dokumente auch mit PAC sinnvoll geprüft werden? Was ist BDFA? AU? Es ist Archivformat. Manche Behörden haben ja die Vorschrift, dass PDFA konform sein muss und es geht auch zusammen mit UA, das kann miteinander verknüpft genau werden. Ja. Das kann man vorlesen. Wie können Dokumenten Teile, Bereiche, die keine Überschriften haben, mit Tags ausgezeichnet werden, zum Beispiel aufgrund einer fachlichen Anforderung? Also am besten hat man das Originaldokument entweder in einem PDF-Bearbeitungstool oder wenn man zum Beispiel aus Word ein Dokument generiert hat, dann fügt man die in Word hinzu und generiert neu das Dokument erneut mit der neuen Tag ausgezeichneten Struktur. Frage ist nach dem kostenlosen Erzeugungstool, weil PDF 24 ja nur zur Bearbeitung von PDFs geeignet ist und nicht zur Generierung, zum Beispiel aus Word heraus oder sonst wo. Ja. Ja. Das habe ich auch schon angesprochen, aber es ist eine gute Frage. Also wenn man PDF-UA erzeugen möchte, dann kann man, es gibt diese Pipelines und es gibt eben auch, wie wir das beschrieben haben, mit Apache FO. Ja.
Aber da muss man schon Programmierkenntnisse haben. Ansonsten aus Word heraus zum Beispiel gibt es eigentlich nur diese zwei kostenpflichtige Tools im Moment, Access Word und Common Look Office. Ich rate oder wir raten auch dazu, also das Pack-Tool ist natürlich toll, aber wenn man jetzt viele Fehler findet, dann bitte nicht anfangen und das PDF korrigieren, weil es ist sehr aufwendig. Und manche Leute, die machen das gerne, okay, aber es ist eigentlich sinnvoller, dann das Quelldokument zu nehmen, also zum Beispiel Word oder InDesign Ja. und dort die Fehler zu beheben und dann erneut zu generieren, weil wahrscheinlich macht man das nicht zum letzten Mal und es ist dann einfach schlecht, wenn man dann am Ende nur nach langer Arbeit ein PDF hat, das zwar barrierefrei ist, aber bei der nächsten Version schon wieder nicht barrierefrei ist, weil man die Quelldatei nicht Ja, editiert hat. genau. Wenn man das PDF-UA-Attributenstück zurückstellt, Word hat ja auch ein PDF-Export. Ist halt nicht UA. Und der ist aber ziemlich schlecht. Wir haben das auch untersucht. Okay. Aus Word heraus hat man also zum Teil auch die Basics nicht beachtet, was Barrierefreiheit angeht. Wir haben versucht, auf Microsoft einzuwirken hier. Also Alexander war ja noch hier von der Bundesüberwachungsstelle. Und das ganze Verfahren läuft noch, ist schon über ein Jahr, dass wir zuletzt mit denen geredet haben. Leider macht sich da sowohl Microsoft als auch Adobe wirklich machen einen schlechten Eindruck und sind nicht hinterher. Weil ein Grund ist, glaube ich, einfach PDF-UA ist in Europa verbreitet, vor allem in Deutschland, aber in den USA ist es gar nicht groß bekannt. Und die haben halt alle ihre eigenen Vorstellungen, was Barrierefreiheit heißt. Und unsere Vorstellung orientiert sich an der EN 301549, Kapitel 10, und die ist halt wesentlich strikter als in anderen Teilen der Welt. Und es ist schade, dass auch Adobe, die verkaufen ja ihre Software aus Acrobat. Oder ist, wenn man Acrobat Pro lizenziert, dann kriegt man automatisch in Word dieses Add-in. Das ist in meiner Erfahrung nach ein bisschen besser als das Word, aber ist auch nicht richtig gut. Was inzwischen auf einem guten Weg ist, ist LibreOffice. Das ist Word-Pendant dazu, also Writer. Ist aber auch noch nicht richtig gut. Ich habe schon geschafft, ein ganz simples Dokument in LibreOffice Writer in komplett PDF-UA-konformes Dokument zu erzeugen. Aber sobald Tabellen dabei sind und Bilder, gibt es noch Fehler. Aber ich habe die Hoffnung, dass hier da sich noch was tut. Und vielleicht sind die früher dran als Microsoft und Adobe, Ja. dann wirklich PDF-UA erzeugen zu können. Das Aber wäre ist toll. das zielführend, dass wir über mehrere unterschiedliche, gleich geartete Produkte uns mit PDF-UA beschäftigen müssen? Da wäre meine Frage. Kannst du rüberkommen? Ich glaube, es wäre besser zu Ja. verstehen, ja. Ja, mache ich gerne. Ja. Da ist für mich die Frage immer ganz klar, warum muss es ein PDF-UA werden? Warum sind andere Formate nicht genauso zielführend, um die Information zu übermitteln, wenn ich mir anschaue, wie viel Aufwand wir da reinstecken müssen, um dieses Informationspaket, was wir dort bauen, tatsächlich in einer zugänglichen oder barrierenfreien Form zu veröffentlichen? Eine sehr gute Frage. Da sind wir, ist wieder typisch deutsch. Also nur in Deutschland gibt es eben diese Verankerung, dass PDF-UA gefordert ist. Das steht nicht im Gesetzestext, sondern die steht in der Erklärung zum Gesetz drin. Kann man nachverfolgen, irgendeine Erklärung zum Behindertengleichstellungsgesetz. Da gibt es eben diesen Zwang. In anderen europäischen Ländern nicht. Da muss man eigentlich nur Kapitel 10 der EN einhalten. Ja. Und man könnte natürlich jetzt hergehen und sagen, lasst uns doch mal untersuchen, was ist jetzt hier wirklich wichtig gesetzlich. Und dann könnte man vielleicht auch mit Software zurechtkommen, die nicht zu so teuer ist. Ja, normalerweise, wenn ich ein gut strukturiertes Word nehme, mache einen HTML-Export, ist der barrierefrei, der ist nutzbar, der ist konsumierbar. Warum werde ich einem Zwang unterliegt oder zwinge mich selber zu glauben, ich müsste jetzt ein PDF-UA benutzen? Ich glaube, das ist wieder das Thema, glaube ich, von dir am Anfang. Welches Format ist geeignet, um die Informationen, die ich habe, zu übermitteln? Das Ich ist, glaube ich, denke, etwas das sehr ist Wichtiges. Da sollte man sich darüber Gedanken machen, ja. bevor man sich Gedanken macht, wie ich vielleicht ein PDF-UA-konformes PDF erzeugen kann.
Also WCAG-Konformität ist viel höheren Stellenwert als WDFOA-Konformität. Also es muss Barrierefreiheit sein. Es ist egal, welches WDF. Aber wie gesagt, WDF-Format OA ist jetzt hat gute Qualitäten, bietet gute Qualitäten. Also die Frage nach den Folien wieder. Dann gibt es noch einen Hinweis auf den PDF-Brewer von CIB. Ja, habe ich auch schon getestet. Der war leider auch in der Version, den ich damals hatte, nicht PDF-UA-konform. Ist leider auch, habe ich auch versucht. Ich glaube, die bemühen sich vielleicht. Klappt es noch in der Zukunft oder auch mit der aktuellen Version? Das weiß ich nicht. Ich habe es ungefähr vor einem Jahr getestet zum letzten Mal. Wäre das mal nicht wieder ein Thema für dich, mit deinen Studierenden eine Arbeit daraus zu formulieren, die aktuelle Toollandschaft für PDFs nochmal zu evaluieren, welche tatsächlich PDF-UA-konform PDFs erzeugen? Kann man sich überlegen, ja. Nehmen wir offline diese Diskussion. Ja. Ja. Gibt es noch weitere Fragen da dazu? Danke für alle Fragen und für alle Links, die ihr euch gegenseitig gepostet habt. Es war sehr hilfreich, weil ich jetzt nicht parallel das posten konnte. Ja. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Jana. Ja, gerne. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Punkt. Ja. Bedanke mich bei euch, die ihr zugehört habt. Das war wirklich ganz viel Information. Ich habe auch selber viel gelernt heute. Ich fand es richtig toll, auch bei den Referenten. Vielen Dank. Bei der Pfennigparade, die uns hier gehostet hat. Und ganz speziell möchte ich auch Danke sagen zu unseren Dolmetscherinnen. Gebärden kamen von Oja und Juliane. Vielen Dank für eure Gebärdensprachdolmetschung und die Schriftdolmetschung von Daniela und Melanie, gell? Ja, vielen Dank euch und ihr habt da wirklich, ihr habt ja nonstop, musstet ihr euch konzentrieren, das ist echt eine super Leistung. Kommen auch auf dem Chat, aus dem Chat jetzt ganz viele. Dankeschöns.